Hallo, ich bin's wieder Elisa und begrüße euch an Tag 3 unserer Sixpack-Kampagne. Wir legen auch sofort los, legen uns auf den Rücken und starten direkt mit der ersten Übung. Beine in Probe und dann senken wir abwechselnd ein Bein nach unten. Dein Oberkörper ist ganz entspannt und auch heute so wie in anderen Tagen 6 Übungen, je 30 Sekunden, 2 Durchgänge. Tief und tief. Wenn du merkst, dass dein Rücken hier abhebt von der Matte, dann nimm die Beine nicht ganz so tief. Ja, dann stopp hier ab. Aber wir versuchen natürlich, so tief es geht zu kommen. Jawohl. Erste Minute gleich geschafft. Zweimal noch. Gut. Dann lass das Bein oben. Wir heben den Oberkörper jetzt an und versuchen mit den Händen zu den Füßen zu kommen. Füße sind gestreckt. Ausatmen beim Hochkommen. Einatmen tief. Du merkst es vor allem schön in der unteren Bauchmuskulatur. Auf und ab. Jawohl. Ausatmen, wenn wir hochkommen. Gleich geschafft. 3, 2, 1. Letztes Mal. Gut, schnappen die Beine, kommen nach vorne. Hier in den Liegestütz. Und dann ziehst du abwechselnd ein Bein zur Brust. Versuch die Knie schön weit vorzuholen, Richtung Brust. Genau. Deine Hände sind genau unter deinen Schultern und versuch das Knie wirklich schön weit zur Brust zu ziehen. Der Po ist fest, Bauch ist fest, vor, vor. Gleich geschafft. Nach 4, 3, 2, 1. Gut, komm wieder ein, zwei tiefer direkt in den Unterarmstück und wippe von den Füßen aus vor und zurück. Dabei bleibt der Po flach, ja, das ist keine Zugbewegung, sondern wirklich nur vor und zurück. Die Unterarme, die sind wieder parallel zueinander. Und der Blick geht zwischen den Armen aus. Vor, zurück, vor, zurück. Gut. Gleich geschafft. 3, 2, 1. Und stopp. Gut, wir legen uns auf den Rücken. Lass die Beine zu einer Seite kippen. Und dann heben wir den Oberkörper nach oben an. Schräge Crunches, vor allem hier für die schrägen Bauchmuskeln. Versucht den Oberkörper wirklich nach oben und gar nicht so sehr nach vorne anzuheben. Gut so. Auf und ab. Noch 10 Sekunden auf dieser Seite und dann wechseln wir die Seite. Atme aus, wenn du nach oben kommst. Ein, wenn du tief gehst. Letztes Mal und Seitenwechsel. Auf und ab. Schau, dass du wirklich beide Schulterblätter von der Matte abhebst. Ausatmen, einatmen. Schön hochkommen. Ein bisschen mehr noch. 10 Sekunden auf dieser Seite. Jawohl. 3, 2, 1. Okay, mach dich ganz kurz lang. Erste Runde haben wir geschafft. Wir nehmen die zweite gleich hinterher. Hände nach unten, Beine nach oben. Und wir starten abwechselnd. Ein Bein tief. So, das heißt, die erste Hälfte des dritten Tages der Sixpack-Kampagne ist schon wieder rum. Und die zweite Hälfte, die schaffen wir auch. Du musst einfach nur mitmachen, dann klappt das auch. Hopp und hopp. Zack. So, 3 Sekunden noch. Einmal schaffen wir noch. So, dann lass die Beine wieder oben. Und wir versuchen mit den Händen, die Beine bzw. die Füße zu erreichen. Auf und ab. Versuch die Beine schön lang zu lassen. Das darf sich jetzt auch ruhig im Bauch bemerkbar machen. Auf, voilà. Auf, voilà. Komm, 10 Sekunden sind es noch. Die schaffen wir auch noch. Auf, voilà. Noch zweimal. Auf. Und hoch. Gut. Schnapp wieder die Beine. Komm nach oben in die Liegestützposition. Hände unter den Schultern. Und dann abwechseln einmal nach vorne. Hopp. Hopp.
Lass den Po wieder auf einer Höhe mit den Schultern, wie im Fetz ungefähr. Halte die Bauchspannung. Zack, zack, zack. Den Blick zwischen den Händen lang. Genau. Oh, 10 Sekunden noch. Zieh. Vor. Knie zur Brust. Zwei noch. Letzter. Geh gleich nach unten und drück uns vor und zurück. Flankenposition mit vor und zurück. Die Bewegung kommt wieder aus den Füßen. Zieh die Ellenbogen vom Gefühl her nicht durch die Füße. Und so. Und lass uns noch zwei Übungen. Los, einfach mal mit dabei. Vor, zurück. Noch 5, 4, 3, 2, 1. So, zurück auf den Rücken. Gegengewicht. Beine zur einen Seite kippen. Let's go. Atme wieder aus, wenn es nach oben geht. Und ein, wenn es tief geht. Deine Brust will wirklich zur Decke nach oben. Ellenbogen neben deinen Ohren. Auf. Konzentriere dich auf die schrägen Bauchmuskeln, denn die wollen dich hier nach oben bringen. Gleich geschafft. Und dann kommt schon die letzte Übung. Noch 3, 2, 1. Okay, wechsel die Seite. Letzte Übung. Hoch, tief, hoch und tief. Was die eine Seite geschafft hat, das schafft die andere auch. Atme nicht vergessen, das ist ganz wichtig. So, komm. Jetzt haben wir es. Noch 10 Sekunden. Los geht's. Hoch. Tief. Jetzt nicht auf. Bis zum Schluss durch. Sehr gut. Die letzte. 3, 2, 1 und geschafft. Einmal lang. Beine lang. Atmen. So, Tag 3 geschafft. Unsere Sixpack-Kampagne. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.